Hallo und herzlich willkommen auf Epic Shot Show 2023. Wir sind am Stand von Direct Action. Bei Direct Action gibt es auch ein paar neue Produkte. Die Combat Line wird stetig ausgebaut, um einfach auch für alle etwas dabei zu haben. Heute geht es primär einmal um den Medic-Bereich. Für den Medic in der Gruppe hat man jetzt hier ein Waist Pouch mitentwickelt. Das heißt, man kann entweder, wenn man zu wenig Platz hat, wenn man in engen Gebieten unterwegs ist, kann man hier auf den Waistbag gehen oder eben, wenn man einen Medic-Rucksack hat und nochmal zusätzliche Ausrüstung tragen will, kann man dann hier mit dem Waistbag das realisieren. Von der Ausstattung her habt ihr hier ein nierenförmiges Design, was sich sehr gut an den Körper anpasst und auch super unter dem Plattenträger tragen lässt. Ihr habt im Deckelbereich einmal eine Scherentasche, dann habt ihr eine flache Tasche für Dokumente hier im oberen Bereich, auf der Front eine Zipper-Pouch mit dem Klettfeld hier vorne drauf. Die Zipper-Pouch ist für Handschuhe gedacht. An den Seiten habt ihr Laser-Cut-Molle, um hier auch nochmal Tourniquet-Pouches anbringen zu können. Und im unteren Bereich gibt es auch nochmal Laser-Cut-Molle und Shock-Cord. Die Laser-Cut-Molle ist dafür gedacht, wenn ihr von Direct Action Gear den Stretcher benutzt, den habe ich hier, der kann dann da direkt quasi unten dran mit Molle befestigt werden. Wenn ihr aber einen Stretcher habt von einem anderen Hersteller, nehmt ihr einfach die elastischen Schlaufen unten und dann kann man das einschieben. Das passt natürlich auch für alle anderen Sachen. Getragen wird der Pack hier mit einem Waist-Strap, wie ihr ihn hier sehen könnt. Ihr habt hier auch nochmal einen Carry-Handle, um das Ganze eben auch schnell nochmal in die Hand nehmen zu können. Und von der Innenaufteilung her habe ich hier mal einen auf links gedreht, dass ihr das sehen könnt. Das Besondere hier ist, ihr habt eine Wand mit fest vernähten Schlaufen. Das heißt, hier seid ihr an die Vorgabe gebunden, wie ihr das Medic, die Medic-Items hier unterbringt und habt nochmal hinten dran einen großen Einschub. Und der Deckel und die andere Seite sind mit Flauschklett versehen. Das finde ich tatsächlich sehr cool, weil man dann nicht daran gebunden ist, wie die Tasche das vorgibt, sondern man kann das hier individuell versetzen und anpassen oder eben auch mit anderen Inserts noch arbeiten, wenn denn dafür Bedarf ist, um eben einfach das Ganze unterzubringen. Hier haben wir jetzt nochmal den Medic Pack in der kompletten Füllung. Also einfach mal, dass ihr sehen könnt, wie das Ganze aussieht, wenn der Pack voll bestückt ist. Ebenfalls neu ist die Rope Bag. Das ist eine Tasche, die am Bein getragen werden kann. Wird dann hier mit zwei Schlaufen am Bein befestigt und kann oben nochmal am Gürtel fixiert werden. Die Idee dahinter ist, dass man hier das Seil beim Abseilen führen kann. Ihr habt hier einmal einen Durchlass, der offen ist oben, der mit zwei überlappenden Elastikteilen ausgeführt ist und natürlich auch nochmal einen Zipper, um an den Inhalt zu kommen. Fürs Deployment gibt es eine große Deployment-Tasche bzw. gleich drei, und zwar einmal in 42 Liter, in 80 Liter und in 150 Liter. Vom Aufbau her sind sie fast identisch. Ihr habt hier einen großen Zipper, der das Hauptfach im Endeffekt bedienen lässt. Ihr habt zwei Kompressionsriemen, also es ist keine strukturierte Tasche, sondern eine weiche Tasche. Ihr habt eine Fronttasche innen und außen, die mit einem Zipper bedient wird und natürlich ID-Felder, damit man weiß, wem die Tasche gehört. Zusätzlich gibt es nochmal an den äußeren Enden Taschen und Einschübe, um hier ebenfalls Material unterbringen zu können. Schaut mal in unserem Blog, da haben wir noch ein paar mehr Infos zu Direct Action für euch und natürlich immer auf der Direct Action Seite, wenn ihr irgendwas sucht, da ist der richtige Platz. Der Link dazu ist unten eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir gucken uns an, was es noch zu sehen gibt. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.